Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aaron weiß das mit Julian Bam. Woo! Dem schlauesten, schönsten, reichsten YouTuber nach Unge. Dankeschön. Gut, hinter der Kamera der Supermoderator Marvin. Habt ihr den Regeln auf dem Schirm? Hast du die Regeln auf dem Schirm? Ja, ich drück einfach drauf. Sehr gut, falls ihr die Regeln ein bisschen genauer wollt, hier kommen sie einmal. Es werden 13 Fragen gestellt. Warum 13? Weil unser Wer wird Millionär-Legendenkandidat 13 Fragen in Folge richtig beantwortet hat. Und hier die Regeln. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Beantwortet er die Frage richtig, gibt's einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Außerdem hat der Gegner dann die Möglichkeit, selbst zu buzzern und kann bei richtiger Antwort einen zweiten Punkt ergattern. Antwortet er aber auch falsch, bekommt der Erste einen Punkt. Verstanden? Los geht's. Testfrage. Wie heißt der Bösewicht bei den Schlümpfen? Gargamel. Was war das erste Video, was du von mir gesehen hast? Das erste Video, ich glaube irgendwas mit Venus, oder? Ja, war so klar. Nackte Frauen waren da so. Hast direkt drauf geklickt, safe, oder? Natürlich. Okay. Moves Like Jagger featuring Christina Aguilera war 2010 einer der Hits in den Singlecharts. Von welcher fünfköpfigen Gruppe war der nochmal? Maroon 5, oder? Richtig. Ja, cool. Die Temperaturen fallen und so richtig hoch waren sie diesen Sommer auch gar nicht. Aber die Blätter an den Bäumen, die fallen jetzt runter und sind verfärbt. Welcher natürliche Farbstoff ist denn für die Farbe der Blätter zuständig? Oh, ich wollte was richtig Dummes sagen. Ich wollte Chlorophyll sagen, das kam auch noch. Ich wollte was noch Dümmeres sagen. Metamorphose. Es wäre Chlorophyll gewesen. Oh, dann bin ich gar nicht so doof. Noch nie gab es auf den deutschen Autobahnen so viel Stau wie aktuell. Trotz Corona gab es einen Anstieg um 58%. Mich würde mal interessieren, wie wird denn das Wort Stau ausgeschrieben? S-T-A-U. Das war nicht die Frage. Punkt für Ju. Hä? Was ist die Antwort? Stau ist eine Abkürzung. Heißt stehendes Auto. Echt? Jetzt? Aber in der Schule haben wir im Musikunterricht oft zusammen die Vogelhochzeit angestimmt. Ich habe mich immer versucht, im Hintergrund zu halten. Wer sich aber nicht in den Hintergrund halten wollte, war der Bräutigam in dem Lied. Welche Art von Vogel war denn nochmal der Bräutigam? Ich kenne nur der Vogelfänger bin ich ja stets lustig. Heißer Hopsasa. Der Elster? Ich weiß den Buzzer nicht. Dann ist die Frage zu, es wäre die Drossel gewesen. Ah. So, und trotz dessen, dass ich das Lied auch nicht kenne, habe ich mein Abitur geschafft. Aber wie nennt man denn das österreichische Abitur? Ich habe kein Abitur. Hast du nicht? Nee, ich habe nur Realschule. Warum bist du trotzdem so intelligent? Ich weiß es nicht. Gute Gene, wenig Alkohol. Habt ihr gar keinen blassen Schimmer? Nee. Ich wusste es auch nicht. Dann ist die Frage zu, es ist das Matura. Krass, warum nennen die es nicht? Abitur. Am 8. Oktober hat der Name Giovanni seinen Namenstag gefeiert. Giovanni heißt auch die Eisdiele, bei der sich die drei Fragezeichen immer wieder mal ein Eis holen. Aber aus welcher Stadt kommen denn die drei Detektive? Oh, hör doch mal auf, so eine Kackfragen. Pfefferkörner kommen aus Hamburg. Benjamin Blümchen aus Neustadt. Oh, da kommt auch Bibi Blocksberg her. Die treffen sich nicht manchmal. Und der Besen von Bibi Blocksberg ist Kartoffelbrei. Und das esse ich gern. Was labert ihr? Okay, dann ist die Frage zu, es wäre Rocky Beach gewesen. Wäre ich nicht drauf gekommen. So, dann eine kleine Kopfrechenaufgabe. Wie viele Ecken haben insgesamt 5 Würfel? 40? Richtig. Hätte ich nicht gedacht. Ich lerne dich heute richtig gut kennen. Ja. Hast du Mathe? Aber, ich bin so richtig so aber Asiaten also, sind doch immer gut in die Mathe. Ja, die mussten immer so, die müssen Mathe können. Musik können. Kannst du auch? Und Instrument spielen, so. Entweder Geige oder Klavier. Was spielst du? Geige und Klavier. Vor mehr als 100 Jahren sollte die Titanic von Southampton nach New York fahren. Das missglückte aber leider. In welcher Stadt wurde denn die Titanic gebaut? Was ist denn das für eine Kackfrage? Keine Ahnung. Das wäre Belfast gewesen. Ja. So, jetzt eine Frage, die ihr auf jeden Fall beantworten könnt, ihr kleinen Naschkatzen. Wie viele Kuhlen hat denn der normale Kinderriegel? Mann, woher soll man das wissen? Wie viel was? Wie viel Kuhlen? Normale Kinderriegel? Jo. 4. Ja. Richtig. Oh, da weiß ich immer so viel esse von. Jetzt möchte ich von euch wissen, welche drei Zahlen stehen hinter dem Künstlernamen von Apache? Ey, ich weiß das doch. 187 ist die Straßmann, oder? 207. Richtig. Wie heißen die beiden Schraubenzieher? Oder eine symbolisch gesehen ein Plus und der andere ein Minus darstellt. Kreuz und Schlitz. Richtig. Das sind die Fragen. Kinderriegel und Schraubenzieher. Eine Frage, mit der ich hoffentlich beide auskennt. Von wem wurde 2021 die goldene Henne an Knossi übergeben? Kai Pflaume. Richtig. Und
Und jetzt kommt die Masterfrage. Dadurch haben unsere beiden Ratefüchse die Chance, alles zu gewinnen, aber auch alles zu verlieren. Beide Spieler müssen mindestens einen Punkt setzen. Wie viele sie von ihren erspielten Punkten aufs Spiel setzen, bleibt ihnen überlassen. Wer die Frage richtig beantwortet, verdoppelt seine gesetzte Punktzahl. Der andere verliert seine gesetzten Punkte. Die Karten sind neu gemischt. Auf geht's! Und ich setze von meinen drei Punkten alle drei. Normalerweise haben wir so Brettchen, aber die haben wir wohl nicht mit. Ich setze einfach alle vier. Okay. Na, komm. Großartig. Da wir keine Brettchen dabei haben, denkt ihr euch gleich die Lösung. Sagt mir Bescheid, wenn ihr sie habt, und flüstert sie mir ins Ohr. Wie lang war die bisher längste Karotte der Welt? Nee, wird nicht gebuzzert. Ich buzzer, wenn ich möchte. Boah, die längste Karotte der Welt. Ah, guck mal, wir haben Blätter. Geil. Was die hier alles haben, was wir nicht haben. Großartig. Dann dreht euch mal so weg, dass ihr es nicht seht. Ohne Schlinsen. Du hast eine Zahl? Ja. Ja. Ich habe 89 cm. Oh! 95. Mann! Dicht beieinander. Und die längste Karotte der Welt war 620 cm. 6,2 Meter? Boah. Glückwunsch. Julian Bam hat 8-0 gewonnen. Noch cool. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Welcher ist der letzte Monat, der mit einem Vokal beginnt? Was ist ein Vokal? Ich weiß es auch gerade nicht. A, E, E, O, U. Der letzte Monat, der mit einem Vokal beginnt. Oktober. Richtig.